Hello again. So, wer ist bereit? Oder ich bin's nicht. So, ihr Lieben, wir spielen jetzt nochmal Edna und Harvey. Oh mein Gott, Breakout. Das ist sehr laut. Wartet mal schnell. Ich muss es mir gerade mal ein bisschen leiser machen. Beziehungsweise muss mir hier mal wieder meine Windows-Sound-Einstellungen ändern, damit ich mir dieses Spiel einfach leise machen kann und ihr es hört. So. Ja, ein Traum. Ein Traum. Hallo zusammen. So. Solltet ihr gleich das Spiel sehen? Da ist es. Räumchen. Wer von euch weiß noch, wo wir waren? Ich glaube, in dieser Kirche, ne? Schauen wir mal direkt rein. Wir waren in der Kirche. Und ich weiß noch, dass wir hier drinnen... Sound ist da? Ein Traum. Ich weiß noch, dass wir hier drinnen irgendwas hatten. Erste Schritte. Wir haben 4 Vierteltakt. Wir haben 5 Töne. Und das sind die auf dem Klavier. Und die auf dem Klavier sind dann diese Töne auf der Gitarre. Ich fotografiere mir das, glaube ich, nochmal ab, weil das ist irgendwo in den Tiefen meines Handys verschwunden. Und ich kann mir ohnehin nichts merken. Ein bisschen cheaten muss, ne? So. Wie kommen wir hier wieder raus? So kommen wir wieder raus. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Oh Gott. Wir müssen jetzt hier draußen irgendwas machen, ne? Der hat ordentlich Power. Okay, der kann uns wegschauen. Das ist doch schon mal ein Traum. Das ist sowas wie eine CB-Funkanlage für Theologen. Ich habe original keine Ahnung, was wir tun müssen, beziehungsweise was jetzt hier das Ding war. Ich glaube, in dem Raum hat nur so ein Typ gechillt am Anfang, ne? Wie die Orgel pfeifen. Okay. Erstens komme ich nicht ran, zweitens braucht man dafür meines Wissens eine Art Tastatur. Okay. Ich komme nicht ran, außerdem wären sie eh zu schwer. Na, ihr Pfeifen? Na, ihr Pfeifen. Was ist mit der Tür hier? Die ist zu. Abgeschlossen. Okay. Mit der Bank hier können wir nichts machen. Haben wir irgendwas im Inventar, was wir da dagegen hauen können? Poloschläger. Ich habe einen Poloschläger und ich werde ihn benutzen. Wie nehme ich den nochmal? Ich habe einen Poloschläger und ich werde ihn benutzen. Wie rüstet ihr nochmal aus? Item wählen, hier. Kann ich es dagegen hauen? Ich glaube, das ist ein Tasteninstrument.
Ich glaube, die Orgel ein kleiner Abholer wäre ganz geil. Du spinnst, Harvey. Das wäre ganz geil. Ich bin irgendwie gerade nicht mehr so into it. Null. So. Klappe. Na oben das Klavier ist mit die Orgel, ja? Das kann allerdings auch daran liegen, dass da nichts drin ist. Nichts drin, außer einer Luftsäule. Die Frage, muss es auf oder zu? Mach's mal zu. Zusatzbestuhlung für Feiertage. Und jetzt können wir hier theoretisch nochmal dran. Und dann können wir theoretisch spielen. Das ist nur die Frage. So. Hier. Zwischen G und A. Das da ist. Hier? Dann aus das. Nee. A. Ich glaube, das war nicht richtig. Und? Nö. Glaube nicht. Das ist. Von den Tasten her sah es eigentlich richtig aus. S. E. Oh Gott. Was ich mich nur gerade frage, das hat nach vier Tönen. Das heißt ja eigentlich, der vierte war falsch. Oder soll der vierte ein D sein? Probieren es einfach, ne? Wir sind ja Musiker. Der Ukulele zwar ein bisschen besser als hier auf der Orgel. Ah ja, machen wir's. So. Und? Hä? Warum hat das jetzt nichts gemacht? Wie geh mal da hoch. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Edna. Was ist dir passiert? Was hast du getan? Das kommt nun mal davon, wenn man einen Irren aus der Ach, das war die aus der Einzelzelle dann, ne? Das hättest du niemals tun dürfen. Aber du hast doch gesagt, ich soll dir den Schlüssel machen. Und warum hast du auf mich gehört? Ich gehöre nicht in die Freiheit, Edna. Das hätte dir klar sein müssen. Jeder hat das Recht auf Freiheit. Guck dir den armen Pastor genau an, Edna. So sieht die Freiheit aus, die du mir geschenkt hast. Das ist dein Werk. Ich habe Maßnahmen getroffen, damit das nicht wieder passiert. Ich habe uns beide hier eingesperrt. Ich darf nie wieder in die frische Luft. Kann ich hier bleiben? Ich muss zum Haus meines Vaters. Du hast keine Wahl. Hier ist ein Rätsel, das selbst du nicht lösen kannst. Nein. Wie willst du hier rauskommen, ohne mich zu befreien? Hier, ich schubse dich da runter. Dann bist du tot. Und ich gehe einfach raus. Mach ja keine Dummheiten. Mach ja keine Dummheiten. Kann ich mit dem irgendwas machen? Kann ich Harvey nehmen? Was denkst du, Harvey? Habe ich die Schuld, weil ich ihn rausgelassen habe? Hör nicht auf ihn. Er ist vollkommen gestört. Was denkst du, Harvey? Ist das meine Schuld? So darfst du nicht denken, Edna.
Du wolltest nur das Beste für alle. Ich kann nichts dafür. Ehrlich. Wir sollten schnellstens hier abhauen. Der Typ ist ein echter Psychopath. Das sieht auch aus. Wir können noch mal hoch. Können wir hier um Hilfe rufen? Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Wie makaber einfach. Alter. Mach keinen Lärm da oben, sonst komme ich rauf und hol dich runter. Kannst du den nicht ausmalen, ne? Der Baumel der Pastor. Alter, nee. Ich erkenne das Alpha. Aber wo ist das Omega? Ich bin nicht Gottes Fensterputzer. Siehst du dieses Licht? Halleluja. Ich glaube immer noch nicht, was du getan hast. Glaub's ruhig. Aber bitte leise, wenn's geht. Ich muss nachdenken. Können wir mit ihm auch noch quatschen? Das wollte ich nicht. Ja. Gut. Aber was hat mit dieser Orgel auf sich? Was hat mit der Orgel auf sich? Der hat ordentlich Power. Aber ich muss doch in der Orgel was machen. Oder sind die Schalter da nicht korrekt? So, dann gehen wir nochmal hoch und dahin. So, dann auf ein neues. Ne, jetzt werden wir nichts. Was ist, wenn wir den auch umschalten? Jetzt macht der Zoom. War das nicht vorher noch dröhnen? Wir probieren es jetzt so nochmal. Der. Der. Simeon, danke schön für dein Prime Sub. Schön, dass du hier bist. Hallo. Ich hoffe, dir geht's gut. Und? Der hier. Was macht nichts? Warum macht das nichts? Warum macht das nichts? Oh nee, jetzt habe ich mich verklickt. Zoom. Das müsste zweimal abspielen oder so. Selben Song nochmal! Okay, das war's offensichtlich nicht. Ich bin jetzt einfach stumm. Muss ich davor noch irgendwas? Oder muss er die Klappe wieder aufmachen? Das kann auch sein. Machen die mal auf und spielen nochmal. Nee. Ja.
glaube, das ist nicht richtig. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Ansonsten. Stapelorgel, Kassettendeck, Stühle, Leiter. Nö. Nochmal hier hin. Tür, Treppe, Orgelpfeil. Haben wir auch interagiert. Ich wähle einen Hinweis. Was sehe ich nicht, was ich machen muss? Der Verstärker ist ja an. Aus, aber ich glaube, der sollte an sein, oder? Wollen wir irgendwie eine miese Rückkopplung haben müssen? Was haben wir hierfür zu? Können wir? Kopfhörer irgendwie irgendwo dran machen? Ich will nicht mit Kopfhörern spielen. Okay. Sonst hätte ich den Verstärker auch nicht hier rausschleppen müssen. Ja, ist ein Argument. Keine Ahnung. Wenn das Ding einen Kopfhöreranschluss hat, dann auf der anderen Seite. Okay. Probieren wir es einfach nochmal. Aber jetzt kommt auch dieses Summen und Dröhnen nicht. Warum nicht? Warum kam das vorhin und jetzt nicht mehr? Muss ich den auch umlegen? Bin verwirrt. Oh mein Gott. Hey, warum? Warum dröhnt es auf dem A? Oh, oder muss ich? Nee, das macht ja auch keinen Sinn. Warte. Ich weiß, was ganz Wildes. Nee. Das macht keinen Sinn, was ich hier vorhab. Was mich gerade so ein bisschen irritiert, das ist das E, G, A und B, was auf dem Bildschirm draufsteht. Bob, danke schön für die 100 Bits. Sehr, sehr lieb von dir. Dankeschön. Wartet, eine Idee habe ich noch. B? Oh Gott. Ja, aber danke auch an dich für die 100 Bits. Sehr, sehr lieb. Dankeschön. B?
Was mache ich denn hier eigentlich gerade? D. E. Hallöchen Schnabeltassenmaus. Und warte auch an dich. Dankeschön für die 100 Bits. Sehr lieb von euch, Leute. Dankeschön. Vielen, vielen lieben Dank. Seid mal wieder sehr, sehr großzügig unterwegs heute. Und geh. Aber das passt nicht. Schnabeltassenmaus, du bist doch hier die Edna und Harvey Queen. Was zur Hölle müssen wir tun? Blick's gerade nicht so. Habe jetzt hier etwas im Buch zu den Farben der Schalter. Nö. Hast es gehasst, ja, Supi. Im Buch steht nichts zu den Schaltern. Das ist eine Fachzeitschrift für Gitarristen. Achso, das ist das falsche Buch. Das hier ist es. Wir haben hier nur Geld aufs Mann. Ansonsten. Nur das hier. Purr. Keine Zeit, Musik zu hören. Aber ist das richtig mit dem Kopfhörer da in diesem Orgelding? Die Klappe wieder zumachen? Ich nehme den Stöpsel mit und stecke ihn in das Kassettendeck. Ah! Na. Jetzt die Klappe zu. Let's try it again. This. B. Und Fis. Okay, müssen wir den Kassettenrekorder auch noch irgendwie anschalten? Nee. Ach du Schreck. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Nee. Plan B, falls der Organist mal krank ist. Ich bin ein bisschen irritiert, ne? Nicht richtig sein, was ich hier mache. Hier. Nein. So kann man die Orgelpfeifen reinigen. Das Spiel heißt Edna und Harvey und The Breakout. Okay, aber ich probiere jetzt die ganze Zeit dieses Ding hier anzugucken, was ich mir vorhin abfotografiert habe, aber irgendwie. Es führt irgendwie zu nichts. Kopfhörer an Klappe ist richtig. So, wir haben die Kopfhörer mit dem Kassettendeck verbunden. Das scheint ja auch mehr oder weniger im. Ansonsten hättest du es, glaube ich, nicht gemacht.
So. Kassettendeck einschalten bringt nicht. Dann kommt nur dieses Düdel. Ja. Ist einfach nochmal alles durch. Ja, der Musiker. Und der auch mit der Orgel zu verbinden. Nee. Ich spiele jetzt hier alle Tasten noch einmal durch und danach könnt ihr mir einen Hinweis geben. Oh Gott, warum kriege ich denn den Schluck auf? Kannst du doch auch niemandem erzählen. Also oben waren wir schon, falls du das meinst, Schnabeltassenmaus. Wir haben den hängenden Pastor gesehen. Wir haben die Kirchenglocke geläutet und haben den Bimmeln sehen. Okay. Jetzt wartet mal. Der Kopfhörer ist jetzt oben. Soll ich meine Tonfolge einfach nochmal probieren? Was war? Tipps bitte immer nur dann, wenn ich wirklich konkret danach frage. Passiert oft. Aber so ein bisschen Rätsel. Vielleicht zumindest am Anfang auch kurz. So. Da ist es wohl nicht. Dann probiere ich nochmal das, was es hier unten anzeigt. Weil das macht eigentlich auch keinen Sinn. B. B, B, B. B. Oh mein Gott. Hier. Ah. Ich glaube, das ist schon wieder falsch, was ich hier mache. Okay, jetzt dürft ihr reinhauen. Gebt mir einen Tipp, was zur Hölle muss ich machen? Ich blick's gerade nicht. Am Kassettenspieler und hat ein Kassettendeck benutzt. Ja, aber das habe ich doch auch schon anders angeschlossen. Ja, wenn ich das hier. Ah, der tiefste Ton, den haben wir ja gespielt. Dann ist ja das Ding da rausgeflogen. Fahrstuhlgeorgel. Schnell wieder ausschalten. Da ist ja dann der Kopfhörer hier oben rausgeflogen. Hier. Der ist ja da. Hier.
Dann eigentlich nur die Abfolge aus dem Übungsbuch spielen. Ja, aber... So, wartet mal, Leute, ne? Wir entschlüsseln das jetzt hier alle zusammen. So. Das hier ist die schwarze Taste hier. Das hier ist die schwarze Taste in der Mitte. Das hier die schwarze Taste links. Das hier die schwarze Taste rechts und das hier ist die schwarze Taste links. Oder? Seht ihr das anders? Er zeigt immer auf die schwarze Taste. Immer. Bei dem A war nichts passiert. Warum hat er auch nicht gemeckert? Und was hat es damit auf sich? Weil das habe ich jetzt auch schon probiert. So. Entschlüsseln. Aber das macht auch gar keinen Sinn so. Weil wir machen hier nichts mit der Gitarre letztendlich. Mit der Gitarre machen wir letztendlich überhaupt rein gar nichts. So. Gehen wir nochmal hoch. Frage. Yes. Wir spielen es erstmal mit dem A einfach. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich aufs B oder aufs A zeigt. Wir probieren es jetzt einfach. Nee. Weil da meckert der ja offensichtlich. Da passt ihm ja was nicht. Also würde ich jetzt zumindest so interpretieren, oder? Das würde ich jetzt so interpretieren. Die Pfeile vielleicht aus den weißen Tasten beziehen und dann die Reihenfolge von unten. Aber das zeigt definitiv auf die schwarze Taste. Ich meine, es ist E, G, A, B, D, ne? Nee, andersrum. Nee, aber das macht auch keinen Sinn. Weil die zeigen da hier nicht drauf. Das macht gar keinen Sinn. Und auch die Buchstaben. Das eine ist das B, das ist trotzdem die schwarze Taste. Das ist die hier und dann kommt noch das C. Ja, das macht keinen Sinn. Ja, es ist. Wartet. Oder es ist E. A. D. Oder es muss jedes Mal meckern. Das kann auch sein. D. Dann vierte. D. Also es dröhnt halt original bei allem. Oder es ist das H nochmal. Oh Gott. Das mit den Kopfhörern effektiv konnten wir nichts machen. Konnten wir nicht anklicken. Ich kann gleich nochmal schnell schauen. E. A. D. Wir probieren es jetzt echt nochmal mit dem H. Jetzt. Ah. Oh. Oh mein Gott. Hey, oh. Das rockt. Oh,
Das war das Haar. Das war irreführend wieder. Schraddeli, schraddeli, schraddeli. Aufhören! Das ist ja grauenvoll. Schalt das ab! Das war lustig. Und dann das letzte. Das muss hier sein. Müssen wir es nochmal machen? Yeah. Müssen wir nochmal machen? Ah. Jetzt dröhnt es auch bei dem hier. Okay, okay. Oh mein Gott. Das ist halt voll nervig. Tatsächlich. Weil man jedes Mal dieses Ding hier wieder abwartet. Hm? Oh, braucht man gar nicht. Ha? Hä? Wie oft denn noch? Hä? Wie oft denn noch? Ah, guck mal, jetzt hat er den Dings auf. Ah! Und jetzt hier schwimmeln und er hört uns nicht. Oh, was soll das den Typen da unten wieder? Bing. Was war das für ein Schrei? Der ist runtergefallen. Ups. Oh nein. Wir haben den Psycho gekillt, Alter. Oh mein Gott. Das wollte ich doch nicht. Oder wollte ich das? Klar wolltest du das. Das kann doch alles nicht wahr sein. Weck mich bitte, Harvey. Harvey? Harvey, sag doch was! Entschuldigung, Edna. Hallöchen, Jakob. Mir war nur gerade, als hätte ich... Was? Was ist? Erinnerst du dich an etwas? Ach, nichts. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun. Nimm dir den Schlüssel und lass uns so schnell wie möglich hier weg, ja? Du sprichst mir aus der Seele, Harvey. Okay. Endlich daheim. Und was nun? Ich kann mich erinnern. Aber nur an Kleinigkeiten. In dem Beet da drüben habe ich immer Ameisen verkokelt. In dem kleinen Teich habe ich Frösche platzen lassen. Es wirkt alles viel kleiner als früher. Lass uns versuchen, reinzukommen. Und dann suchen wir mein Zimmer. Ich habe früher immer Tagebuch geschrieben. Dann werde ich mich schließlich an alles erinnern können. Traum. So, Meerzwerg. Hm. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Breakdance-Zwerg. Hm. Ich erinnere mich, dass einer der hässlichen Zwerge den Schlüssel für die Tür hatte. Warst du es? Ich auch. Wie soll man etwas so Nutzloses benutzen? Niemals! Hm. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Machen wir es halt kaputt hier, ne? Hm. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay. Der Mienzwerg vielleicht. Hm.
Ich glaube, mein Vater versteckt den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Hä? Angelzwerg. Komm schon. Ich glaube, mein Vater versteckte den Haustürschlüssel immer in einem der Zwerge. Der hier war's nicht. Okay. Welcher bestellt? Jetzt sind nur noch du und ich übrig, Django. Na, wer sagt's denn? Hier ist ja der Schlüssel. Es ist doch immer der letzte, den man ausprobiert. Ja, Klassiker, ne? So ist er vielleicht nach all den Jahren doch zu was nütze. Ach Quatsch. Können wir das beim Rest auch machen? Nee. Aber wir können hinter das Haus. Hier. An dem Tisch habe ich immer Alfreds Kastanienmännchen geköpft. Hier hat Mattis früher oft gesessen. Mein alter Schirm. Nur echt mit 300 Löchern. Und Schuppen. Na, hier können wir doch bestimmt auch alles Mögliche mitnehmen, oder? Die sind nur für Leute, die sich ungern die Hände schmutzig machen. Hier im Schuppen lässt sich nichts mehr ziehen. Früher habe ich diese Zange benutzt, um die Nägel des Schuppens aus den Balken zu holen. Mein Vater hat sie durch Schrauben ersetzt, nachdem das Dach über ihm zusammenfiel. Okay. Warten. Okay, können wir auch brauchen. Die gehört mir bereits. Okay. Wozu? Wir haben noch Herbst. Rasenmäher, den können wir doch bestimmt auch mit. Kein Benzin. Vielleicht finden wir noch welches in der Kettensäge. Eine Kettensäge. Ah, die Kettensäge, die hatten wir doch an der Klinik noch, oder? Oder nicht? Das gehörte zu Mattis Fahrrad. Es war das einzige vom Rad, was übrig blieb, nach meiner Idee mit dem Bus und der Fahrradkette. Und warum nicht wieder fragen? Das sind nicht meine alten Fingerfarben. Okay. Gehen wir hier mal raus. Jetzt Veranda. Noch hinten. Das Fenster. Tür. Auf der Schlüssel generell. Ich kann's kaum erwarten, endlich wieder zu Hause zu sein. Oh nein! Er ist zerbrochen und im Türschloss stecken geblieben. Okay. Jetzt ziehen ihn raus. Gute Idee. Prima. Ich habe die Reste des zerbrochenen Schlüssels. Kai und Sarah. Wir haben die Reste des Schlüssels. Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Okay. Was ist denn das hier für ein Schnurr überall? Der stand immer hier. Wie denn? Die ist einbruchsicher. Da habe ich zu Silvester immer Böller reingeworfen. Hier wohne ich also. Der ist voll von vermoderten GEZ-Rechnungen. Die will ich nicht. Lass uns hier einbrechen. Nein, ich will nichts kaputt machen. Nicht noch mehr. Hm.
Diese Regentonne beherbergt Myriaden von Wasserflöhen. Der Wald hat Dunsinane erreicht. Auch nicht auch nicht Wald werde ich hier nicht weiterkommen. Okay. Der passt hier nicht. Wieso sollte er auch? Komisch gewesen. Noch mit der Schere drin rum? Wieso? Wir könnten uns ein Loch in die Tür schneiden. Hast du keine konstruktiven Vorschläge? Nein, nur destruktive. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Ja. Yeah. Für einen Abdruck ist der Ton nicht feucht genug. So habe ich früher immer Golems geknetet. Ich erinnere mich. Nicht, die Golems haben deine Alfred Sandburg zertrampelt. Und wer was anderes sagt, der lügt. Aber ich glaube, ich kann jetzt auch ein wenig Matsch gebrauchen. Ich Matsch. Nehme ich jetzt meinen Schlüssel und mache ich den Matsch? Einen Abdruck, indem ich die beiden einzelnen Teile in den Ton drücke. Prima, das hat geklappt. Okay. Noch ist der Schlüssel nicht fertig. Eigentlich müssen wir den ja noch brennen, oder? Eigentlich müssen wir den noch brennen. Aber dafür brauchen wir Feuer. Wo kriegen wir Feuer her? Ich sehe da drin viele Geräte, die vielleicht nützlich wären. Ja. Abtrennrad, Handschuhe, Schneeschaufel. Oh, hier hat mir alles angeklickt. Links kaputt machen. Wollen wir noch ein paar Löcher in den Schirm kneifen? Sind da nicht schon genug drin? Genug Löcher? Genug Löcher? Seltsame Wortkombination. Oh Mann, Harvey. Werd erwachsen. Das war's wohl auch nicht. So, da will die nichts kaputt machen. Den Stuhl. War ich auch noch zerstört. Kann ich irgendwas in den Briefkasten werfen? So, Tücher zum Beispiel. Ich werde alle Sachen, die wir gestohlen haben, zurückschicken. Sobald wir Dr. Marcel das Handwerk gelegt haben. Sehr ehrenwert. Kann der Mond mir helfen? Das ist kein Mond. Das ist eine Raumstation. Die Raumstation hilft mir nicht. Wir konnten die Distel gerade schneiden. Also, mehr oder weniger halt, ne? Die interagiert mit dir. Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Ich brauche Jahre dafür. Wir ätzen sie weg? Wie sagt man so schön? Unkraut rostet nicht. Wir ziehen sie raus? Dafür würde ich ja Jahre brauchen. Genau, damit komme ich dem Unkraut bei. Okay. Können wir noch Holz reinmachen? Oh, das wäre süß. Nein, ich will die Spinnen nicht wecken. Das bleiben. Farbdosen, Karton, Tücher. Brauchen wir davon irgendwas? Die waren schon vor 10 Jahren. Okay. Das war schon vor...
Ich glaube, mittlerweile sind sie mit dem Rick. Nee, die waren schon Abdosen. Meine Lieblingsfarbe. Oder ist da irgend... Hier habe ich immer Popelweitschnipsen gespielt. Eine über 10 Jahre alte Pilzsuppe. Sie ist das Einzige, Warum? Was in diesem Haus noch lebt. Waren die Augen die ganze Zeit grün oder sind die gerade grün geworden? Ach, die gehört mir bereits, glaube ich. Zu. Oh Junge, ist das eklig. Wer hat die nur all die Jahre gegossen? Wir waren auf dem Trip. Oh. Die ist festgewachsen. Hier ist einfach alles festgewachsen. Ach du heilige Scheiße. Ab in den Salon. Ich erinnere mich an dieses Gemälde. Sie waren schon zeigt die Landschaft aus der Wurstwerbung. Nein, dahinter ist kein Tresor. Oh mein Gott, soll das die Rügenwalder Mühle sein? Nicht im Ernst. Die klemmt. Der alte Mahagonitisch. Wie schön er damals glänzte. Ja gut. Aber mit der Pflanze hier kann ich auch nicht großartig was machen. Ah, schön, dass wir das Haus mal sehen. Die ist tot. Wo ist in dem Mantel irgendwie was? Meine Klamotten drin? Dürften alle oben bei mir im Zimmer sein. Als ob die sich gleich mal ansieht. Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Er ist unbrauchbar. So. Dann gucken wir doch mal oben. Arbeitszimmer. Foto. Hey, das ist ja ein Bild von mir. Süß. Das ist Mattes Bett. Als ich noch ganz klein war, bin ich immer hierher gelaufen, wenn ich nachts Angst hatte. Warum hatte Mattes ein Bett hier? War der nicht immer viel größer? Das Feuerzeug meines Vaters. Moment. Mein Vater hat mir früher immer verboten, damit zu spielen. Aber ich kann ihn nirgendwo sehen. Ich zünde sie für Mattes an. Später. Okay. Aber können wir jetzt das Ding hier vom brennen? Grundgedanken her nicht übel. Die Flamme wäre aber viel zu schwach, um den Ton zu brennen. Dann lass uns etwas Großes anzünden. Den Stuhl zum Beispiel. Wollen wir ein Feuer legen? Schon gut, ich wollte dich doch nur aufheitern. Weiß ich doch, Kumpel. Das war die Schreibfeder meines Vaters. Können wir die mitnehmen? Mattes. Hier in seinem Arbeitszimmer steht sie genau richtig. Ich lasse lieber alles so, wie es war. Das heißt, die Kerzen nehmen wir auch nicht mit. Sie gehört auf das Pult. Okay. Dann nicht. Art. Ja, so eklig aus einfach, ne? Das Wasser ist wohl abgestellt. Ein Loch hier drin. Ich erinnere mich gar nicht mehr, dass meine Badewanne ein Cabrio war. Blub. Offenbar lassen meine Fähigkeiten als Geräuschimitator nach. Oh, was geht hier? Der ist so staubig. Ich kann mich gar nicht sehen. Ja. Das Wasser ist wohl abgestellt. Okay, dann können wir da auch nichts machen. Schulzimmer. Ach. Das war der Raum. Da waren wir ja vorhin schon mal drin. Also, was war vorhin beim letzten Mal? Ich meine. Das hast du immer im Schrank. Nein. Den will ich nun wirklich. Den will sie nicht. Ansonsten sehe ich jetzt hier auch nichts, was man mitnehmen könnte. Dann gehen wir mal nach oben. Jetzt ist mal der Baum rein. Das ist doch auch schön.
Eine Puse. Die Pflanze scheint noch zu leben. Hey, vielleicht ist doch noch nicht alle Hoffnung verloren. Zu. Schade. Passt nicht. Okay. Können wir die Küche irgendwie? Nein. Da mache ich lieber kein Feuer. Ich will die Pilze nicht auch noch ermutigen. Mal gucken, was noch in dem alten Kessel steckt. Was einmal geklappt hat? Okay. Erst wir haben einen Abdruck. Hey, der kaputte Schlüssel passt genau hinein. Kein Wunder. Du hast den ja auch benutzt, um diesen Abdruck zu machen. Ach ja. Oh. Nein, so würde das gar nichts bringen. Da ist nichts zum Einschmelzen im Topf. Okay, vielleicht hilft das ja weiter. So leid es mir tut, ich muss den Generalschlüssel wieder einschmelzen. So, das heißt, wir schmelzen den, holen das Geschmolzene wieder raus. Kinder, das Gold ist fertig! Okay, ne, 3 Uhr morgens. Gute Idee, ich schütte das Gold in die Form. Und schütten das hier rein. Jetzt müssen wir das wieder abkühlen, ne? Aha. Das leuchtet wirklich. Yippie, mein eigener Haustürschlüssel. Mhm. Mein Vater wollte nie, dass ich einen bekomme. Dann hätte er dich nicht mehr einschließen können. Oh. Der Schlüssel passte ja auch zu deinem Zimmer. Ah, schaut mal. Das heißt, wir können jetzt dann wahrscheinlich auch da oben rein. So, nach oben, weiter, nach oben, und dann hier rein. Das ist woanders abgekühlt? Okay, das ist wirklich lustig. So, das ist wirklich mein altes Zimmer. Ich habe es endlich geschafft. Jetzt brauche ich nur noch mein Tagebuch. Weißt du noch, wo ich es immer hingetan habe, Harvey? In der Badewanne, ne? Seltsam. Okay, auch gut. Diese Erinnerung ist immer noch vernebelt. Aber ich glaube, mit all diesen Gegenständen hier dürfte es nicht schwerfallen, ein letztes Mal in die Vergangenheit zu tempomorphen. Au ja. Wir verstecken das Tagebuch dann einfach irgendwo, wo ich es hier finden kann. Oder wir gucken einfach gleich hinein. Noch besser. Worauf warten wir noch? Los geht's! Na dann, halt dich fest! Okay. Gänseschweinkopf-Prime, alles klar. Oh Mann. Ich kann es einfach nicht fassen. Was mache ich nur verkehrt mit dir? Dem armen Alfred einfach eine Eidechse in den Kragen zu stecken. Habe ich dich so erzogen? Ja. Richtig. Ich erinnere mich daran. Mein Vater hat mir Hausarrest gegeben. Als wenn uns diese Tür jemals aufgehalten hätte. Uns interessiert nur das Tagebuch, Harf. Herr Konrad! Herr Konrad! Na toll. Trottelalarm. Was ist denn, Alfred? Bestrafen Sie Edna jetzt? Das hatte ich gerade vor, ja. Sie muss besonders hart bestraft werden. Das Ungetüm hat in meine Schulter gebissen. Ich werde vielleicht nie wieder die Fiedel spielen können. Du kannst dir sicher sein, dass die Bestrafung angemessen ausfallen wird, Sohnemann. Schön wär's. Mein Vater sagt, Ihre disziplinären Maßregelungen zur Zähmung dieses überdrehten Wildfangs... Danke. ...sind höflich ausgedrückt unzureichend. Sagt er das also? Nächstes Mal sollten wir einen Skorpion nehmen. Wenn Sie nichts dagegen haben, würde ich gerne persönlich Wache schieben. Nur um sicherzugehen, dass das Ihr zugewiesene Strafmaß eingehalten wird. Nur zu. Und jetzt komm raus hier.
Warum ist der Vater so auf seiner Seite? Diese kleine Mistkröte! Das ist ultra viel. Ignoriere ihn einfach. Lass uns lieber das Tagebuch finden. Ja, ich hab's gefunden, Schwester. Ja. Hey! Da ist ja schon mein Tagebuch! Na, das war mal einfach. Endlich werde ich mich wieder an alles erinnern können! Yippie! Warte mal. Wann war noch gleich dieser Mord, den mein Vater angeblich begangen haben soll? Der Pastor sagte etwas vom 3. August. Laut dem Tagebuch ist das heute. Du hast mich an den Tag des Mordes zurücktempomorpht. Ups. Nein, nein, das ist sogar sehr gut. Jetzt können wir aus erster Hand seine Unschuld feststellen. Wir müssen ihn nur finden und nicht mehr aus den Augen lassen. Lass uns sehen, dass wir hier rauskommen. Oh, endlich können wir seine Unschuld beweisen. Ja gut. Die kann ich beim besten Willen nicht mit mir herumschleppen. Da kommen schmutzige Kleidungsstücke und geheime Naschvorräte hinein. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem ich den Eispalast in Brand gesteckt hatte. Vollkommen unbeabsichtigt natürlich. Nein. Hallo? Boogeyman? Seltsam. Er kommt immer nur nachts. Immer nur nachts. Na dann machen wir wieder zu und gönnen uns den Elefanten. Hey, Apokalypsor! Zeit für einen Ausritt? Er sagt nein. Apokalypsor bleibt heute im Regal. Er muss seinem Mutterschiff telepathisch Bericht erstatten. Bro. Really? So viele Erinnerungen da draußen. Okay, das können wir aufmachen. Das ist bereits meins. Okay. So. Okay, das bringt nichts. Kann H wieder rausspringen? Na klar, kann H wieder rausspringen. Specht. Er ist jetzt endgültig bei mir unten durch. Edna kennt viele passende Spitznamen für Alfred. In den meisten kommt Frosch oder Kröte drin vor. Okay. Spechte sind schon seltsame Vögel. So pedantisch. Vielleicht inspiriert Edna das Specht auf irgendeine Weise. Ja, mal gucken, ne? Edna! Ist Alfred nicht ein Oberkotzklumpen? Diese Gesichtsschleimhautreizung ist jetzt endgültig unten durch. Edna ist die... ein interessantes Thema. Okay. Dann nehmen wir mal den Specht. Hey Edna, warum machst du es nicht wie der Specht? Was meinst du? Soll ich an die Tür hämmern, um Alfreds Aufmerksamkeit zu erlangen? Oh, eigentlich dachte ich, du könntest den Kopf gegen die Wand schlagen. Aber dein Plan hat auch was. Edna ist einfach Dobby. Ein interessantes... Edna ist die... Okay. Wie geht's dir, Eddie Baby? Mir würde es besser gehen, wenn du mich nicht so nennst. Eddie Baby. Übrigens, das Plakat an der Wand, The Whispered World, ist ein fantastisches Point-and-Click. Okay. Kannst du das mal auf den Discord reinschreiben? Dann vergesse ich das nicht. Dann kann ich es mir mal angucken. Edna ist die Größte. So, dann switchen wir mal wieder auf Edna. Ja, bitte? Ja, bitte? Du stinkst. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest. Edna hat Hausarrest. Lass das, okay? Ja, mach bitte? Noch mal. Alfred, bist du noch da draußen? Edna hat Hausarrest. Edna hat Hausarrest. Lass das, okay? Okay, was hast du jetzt gebracht? Ich weiß genug. Was hast du mir zu erzählen, Hort der Erinnerung? Ich weiß genug. Ich weiß genug. Okay, sie weiß genug. Da irgendwas im Korb. Da kommen schmutzig. Die kann ich bei... Sag, ah... 1456 in Subordinal leicht kariös.
auf der Rückseite. Ich habe vollkommen... Hallo? Boogie zählt immer nur... So, der Boogeyman kommt auch nicht. Mitnehmen wollen wir den auch nicht. Okay. Der Elefant soll auch hier Apokalypse, bleiben. Er muss... Hey, Apokalypse! Er will er auch sagt, keinen hey, Ausritt. Er sagt... Das ist Apokalypsur, mein zweitliebstes Stofftier nach Harvey. Leider ist er stumm. Dafür beherrscht er die Gebärdensprache. Und er kann den Morsecode rülpsen. Dieser Schrank ist eine mottenfreie Zone. Mhm. Schon wieder eine von der Sorte. Da ist ja Ednas Tagebuch. Es ist nicht gerade das Gral-Tagebuch, doch es enthält viele wertvolle Erinnerungen. Wir werden schon auf irgendwas kommen, ne? Wenn ich Lust auf Achterbahn hatte, ließ ich mich einfach von Edna in die Schmutzwäsche werfen. Der Elefant Apokalypsur. Okay. Dann... Achso, wir haben nichts anderes. Ednas Tagebuch. Ob es mit dem Schrank? Ich verstehe nicht. Ach, so sammeln wir die Sachen. Okay. Ich weiß nicht, ob ich über Edna... Gut. Was ich noch kurz testen möchte, ist, dass die den Schrank einmal aufmacht, sich verpieselt, wir Harvey nehmen. Dieser Schrank ist eine... Ob es mit dem Schrank... Nee, okay, das bringt nichts. Gut. Edna, du magst mich doch lieber als den doofen Elefanten, oder? Ich mag euch beide, Harvey. Ein interessantes... Edna ist... Okay, der Elefant... Ich fühle mich so schmutzig. Keine Chance, Harvey. Wir haben jetzt Wichtigeres zu tun, als mit dem Wäschetümmler zu fahren. Schade. Mhm. Hey, Edna, vielleicht hilft der Schrank uns weiter. Wenn du keinen richtigen Vorschlag hast, dann lass es doch einfach. Ob es mit dem Schrank noch mehr auf sich hat? Will sie nicht, Jude. Willst du nicht weiter im Tagebuch lesen? Später. Mein Vater ist jetzt wichtiger. Oh, jetzt bin ich aber ein bisschen lost, ne? Willst du nicht weiter... Später. Wie geht's dir? Mir würde... Ja, bitte. Lass das, okay? Lass das, okay? Kann ich jetzt irgendwas anderes damit machen? Wahrscheinlich nicht, ne? Okay. Sie kann am Fenster nur... Oh, so viele Erinnerungen da draußen. Hallo. Lassen wir den nochmal schnell raus. Nutzen am Fenster und den Specht anschauen. Spechte sind schon seltsam, so Peter. Und hier sehen wir die Szene hier. Okay. Wir müssen irgendwas im Zimmer machen, das steht fest. Und bevor wir irgendwas anderes machen, gehe ich ganz kurz auf Toilette. Ich bin gleich wieder da, ihr Lieben. Bis gleich.
So. Was wollte schon früher da sein, aber hast dich mit einer brutalen Banane verquatscht? Wer könnte das nur sein? So. Also irgendwas hat er ja vorhin schon gemeint, machen wir mit dem Schrank. Und wir sonst machen wieder Specht. Oh, Manu. Dieser Schrank ist eine mottenfreie Zone. Ja. Ob es mit dem Schrank noch mehr auf sich hat? Bärchen. Hi. Mein kleiner Schatz. Lass das, okay? Hi. Ich mach den Schrank auf und er sagt, lass das. Nein. Auf der Rückseite gab es einst einen geheimen Durchgang in ein fernes Königreich. Ich habe ihn versiegelt, nachdem vollkommen... Ja, bitte? Komm mit, Harvey. Lass das so... Hey! Wo ist sie hin? Ist sie etwa aus dem Fenster geklettert? In diese Narnia. Hey! Tschüss, Brudi. Sehr gut. Am besten teilen wir uns auf, um Mathis zu finden. Ich suche im Obergeschoss. Du suchst unten. Und wenn ich ihn gefunden habe? Dann holst du mich natürlich. Klar. Du, Edna. Ja, Harvey? Was ist, wenn Mathis doch ein wahnsinniger Mörder ist? Sei nicht albern, Harvey. Mathis kann keiner Fliege was zu leide tun. Das sind ja gar keine Geschwister, die beiden. Das ist ja das Wilde. Ich wollte es Edna gegenüber nicht zugeben. Aber ich habe ein wenig Angst. Den wir da eingesperrt haben, das ist doch der Sohn von diesem Dr. Marcel, dachte ich. War der Elch vorhin auch da? Nee, weißt du, wo Mathis steckt? Wenn man nicht. Mathis Mantel hängt hier noch. Kein Mathis zu sehen. Ballontür. Ist das Mathis dort draußen? Okay. Das Gemälde hilft mir gerade gar nicht weiter. Das ist original die Rügenwalder Mühle, oder? Wenn die vorhin gemeint hat, dass es hier von der Wurstding kommt. Kein Mathis zu sehen. Da sieht er ihn nicht. Oh mein Gott. Was gibt es denn, Harvey? Es ist Mathis. Er kocht eine Suppe aus Kindern. Ich verstehe nicht, was du meinst. Ich meine es so, wie ich es gesagt habe. Mathis ist doch der Mörder. Komm mit. Aber... Was ist los? Ich verstehe kein Wort. Aber er war hier. Er stand am Herd und... Hat Kinder gekocht? Merkst du nicht selbst, wie absurd das klingt? Ich muss mich irgendwie wohl geirrt haben. Such einfach weiter. Was geht hier vor? Was ist bloß los mit mir? Ich weiß doch, was ich gesehen habe. Und doch kann ich es nicht gesehen haben. Jo. Edna, Edna, Edna! Komm schnell! Und wieder ist nix. Edna, Edna, Edna! Was jetzt? Diesmal bin ich mir sicher. Mathis verheizt Kinder im Ofen. Nein, tut er nicht, Harvey. Komm mit, ich beweise es dir. Das ist doch... Ich verstehe gar nichts mehr. Geht es dir nicht gut, Harv? Langsam bist du derjenige, der mir Angst macht. Wie kann ich mich denn so irren?
Hebst du mich kurz hoch? Na klar. Da waren wir doch schon mal, genau. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich weiß es doch nicht. Es war wieder Mattes. Na komm schon, wir gucken uns das gemeinsam an. Siehst du, hier ist nichts. Ich denke, wir blasen die ganze Sache lieber ab. Es war ein anstrengender Tag. Ich kann mich morgen immer noch erinnern. Und dir scheint das Tempomorphen nicht gut zu bekommen. Nein, es geht schon wieder. Starten wir noch einen Versuch. Geht ja gleich wieder was. Was sind die Gnome, die als Pink anmalen, wenn man sie braucht? Ist so. Ah! Edna, hilf mir! Ich fantasiere! Was hast du diesmal gesehen? Ich sah Mattes. Und den Leibhaftigen. Und sie... Warte mal gerade. Sind das Stimmen? Da ist ja tatsächlich wer auf der Veranda. Bleib du hier. Ich sehe mir die Sache an. Ich finde, die beiden sind ein hübsches Paar. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass sie eine gemeinsame Zukunft haben. Ihre Tochter und mein Sohn. Ha! Da müsste man ja erst einmal ihre Aufsässigkeit abtrainieren. Edna ist respektlos und widerspenstig. Aber sind Sie nicht dabei, einen Durchbruch auf dem Bereich der... Wie nennen Sie es gleich? Charakterkorrektur. Das ist genau das, was Ihrer Tochter fehlt. Dann sehe ich vielleicht doch noch einen Weg, wie... Entschuldigen Sie mich einen Augenblick? Was soll das, Edna? Du weißt genau, dass du auf deinem Zimmer bleiben sollst. Ja schon, aber... Nichts aber. Der Doktor hat ganz recht. Du bräuchtest dringend so eine Charakterkorrektur. Bitte nicht, Papa. Ich will keine. Wir reden später. Jetzt gehst du erst einmal zurück auf dein Zimmer. Ich bin ganz schön sauer, junges Fräulein. Oh. Ach ja. Und sei auch netter zu Alfred, verstanden? Oh. Netter zu Alfred? Ha, dass ich nicht lache. Sei ruhig, Harvey. Immerhin bist du schuld daran. Was sollten überhaupt diese ganzen Lügengeschichten? Ich habe darüber nachgedacht. Und eigentlich ist die Sache ganz simpel. Ich kann gar nichts dafür. Ich bin immerhin nur eine Projektion deiner Fantasie, schon vergessen. Was wunderst du dich, wenn ich hier und da ein wenig ungenau bin? Gerade wenn es um Beobachtungen geht, bei denen du gar nicht dabei warst. Ungenau ist etwas anderes als vollkommen absurd ausgedacht. Bist du mir jetzt böse? Ach, Harvey. Dir kann man doch gar nicht böse sein. Oh, nö. Na, warte! Okay. Er soll mich loslassen! Alfred, was tust du? Gib mir Harvey zurück! Das hättest du wohl gern. Bitte, Alfred, es tut mir leid. Oh mein leid. Gott, jetzt schubst die den die Treppe runter. Ich hab netter zu dir zu sein. Tu nicht so! Es tut dir kein bisschen leid, du Monster. Du bist total wahnsinnig. Nicht nur, dass du versuchst, mich mit Eidechsen umzubringen, du sprichst auch noch mit diesem Stoffhasen. Da staunst du, was? Ich habe in deinem Tagebuch gelesen. Harvey hier, Harvey da. Und Alfred ist immer die dumme Kröte, nicht wahr? Aber das wird aufhören. Ich sage alles, Papa. Und dann werden sie dir den blöden Hasen wegnehmen. Vielleicht sperren sie dich dann auch in Papas Anstalt zu den anderen Irren. Oh nein. Da gehörst du nämlich hin. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Edna spricht mit ihrem Stoffhasen. Oh nein. Nicht, Alfred! Bitte! Hilf mir, Edna! Er tut mir weh! Was soll ich denn bloß tun? Schubs ihn! Sie macht was? Wirklich! Schubs ihn einfach! Schubs ihn die Treppe runter! Sie ist die Mörderin!
mein Gott! Oh nein. Jetzt erinnere ich mich an alles. Etta, du Luder! Ich habe Alfred getötet. Es geschah im Affekt. Ich konnte doch nicht zulassen, dass er mir Harvey wegnimmt. Oh nee. Ja, du bist es gewesen. Du hast meinen Sohn getötet. Dein Vater hat die Schuld auf sich genommen, um dich zu schützen. Ich musste ihm versprechen, mich um dich zu kümmern. Oha. Ich sah nur einen Weg, um dies zu tun. Ich wollte dich wie ein weißes Blatt Papier neu erschaffen. All deine Verrücktheiten tilgen. Ich stand oft kurz davor. Aber jedes Mal fandest du einen Weg zurück in deine Erinnerung. Jetzt endlich weiß ich, wie ich vorgehen muss. Ich bin schockiert. Dein Stofftier Harvey. Er ist der Anker, der dich an deine Vergangenheit kettet. Wenn du ihn zerstörst, dann kannst du endlich wieder ohne Schuld und in Frieden leben. Hör nicht auf ihn! Jetzt schubst du den auf und deswegen ist er nach dem Rollstuhl. All deine Kreativität! Oha. All dein Spaß! Sieh doch! Er steht genau an der Stelle, an der sein Sohn damals stand. Nur ein kleiner Schubs und die sind endlich frei. Er ist der Einzige, der von unserer Schuld weiß. Oh nein. Was soll ich denn bloß tun? Oh nein. Oh nein. Also eigentlich würde ich sagen, hör auf Dr. Marcel, weil Edna ist voll das Luder, die hat einfach seinen Sohn getötet und er hat sich trotzdem um sie gekümmert. Oh mein Gott. Aber letztendlich hört sie, glaube ich, auf Harvey, ich hab's ihn runter und deswegen landet er im Rollstuhl. Oh mein Gott. Leute, können wir eine kurze Abstimmung machen, wieder einfach ob 1 oder 2? Ob wir auf Marcel hören oder auf Harvey? Können das die Mods mal kurz machen? Wir machen hier eine Community-Entscheidung. So ein Ding ist das. Ich will nicht fürs Ende verantwortlich sein. Nicht schon wieder. Oh mein Gott. Dann würde es doch nicht weit gehen mit der Geschichte. Oh mein Gott. Ich will das nicht. Bin ich ready dafür? Kann irgendein Mod diese Abstimmung kurz machen? Please? Da gibt es alles zu überlegen. Seid dabei, okay. So. Warte, ihr seid dran. Ihr sagt, was wir machen. So. Boah, ihr wollt alle auf Harvey hören, ne? Aber wenn man das jetzt so weiß, dann voll fies, dass wir den töten wollten. Ich meine, klar, er ist ein Arsch, so. Klar habe ich meine Hände in Unschuld waschen. Selbstverständlich. Und jetzt macht keine 50-50-Entscheidung, ihr Kleinen. Logischer ist es natürlich, auf Harvey zu hören. Das wäre Charaktertreue. Oh mein Gott. Und Lilly hat ihn einfach getötet. Oh mein Gott. Bitte nicht 50-50. Bitte nicht. Seid nicht so. Ich glaub, man ist gut für euch. Aber das ist jetzt schon fies, ne? Er hat einfach seinen Sohn getötet. Ihr Vater nimmt die Schuld auf sich. Wird er nicht deswegen auch hingerichtet? Irgendwie sowas war da doch? Ihr Vater ist jetzt tot. Und er hat sich ja trotzdem mehr oder weniger um sie gekümmert, ob das der richtige Weg war oder nicht, ist eine andere Sache. Aber gekümmert hat er sich ja trotzdem in einer gewissen Art und Weise. Okay, Leute, es ist jetzt 13:10 für Harvey. Wir machen einfach Harvey. Edna kehrte nicht in die Anstalt zurück. Die Polizei hat wochenlang nach dem verwirrten Mädchen gesucht. Die Suche wurde aufgegeben, nachdem die Überreste eines blauen Stoffhasen im Meer gefunden wurden. Der Schlüsselmeister wurde ebenfalls nie gefunden.
Moti kehrte allein in die Anstalt zurück. Nach 12 Wochen ohne Hoti wurde er für geistig gesund erklärt und entlassen. Überglücklich nahm er einen Job als Bankangestellter an. Bleb musste auf seinem Weg zurück in die Anstalt dringend auf die Toilette. Auf einer Raststätte traf er die Liebe seines Lebens und brannte mit ihr durch. Der Spieler fand nie heraus, was ihn da erwischt hatte. Ende. Dann ist einfach durch. Krass. Ja, aber verrücktes Spiel, ehrlich. Jetzt haben wir Musik. Welchen Teil findet ihr jetzt besser? Den bricht aus oder Harveys neue Augen? Ich glaube tatsächlich, dass mir der zweite Teil vielleicht sogar einen Ticken besser gefallen hat. Einfach nur, weil ich so... Es hört sich jetzt echt komisch an, so, ne? Aber ich finde es irgendwie so lustig, wie die ganzen Tode so inszeniert worden sind, als Lilly da ihre ganzen Kameraden irgendwie gekillt hat. Mit diesen Gnomen-Kartoffeldingern. Also super, super witzig fand ich das. Meine Augen, aber vor allem das Internat. Ja. Also der erste Teil von dem Spiel, also vom zweiten Spiel, fand ich auch mega, mega cool. Es ist irgendwie die Vorfreude auf die Pony viel größer. Ja, wir müssen mal gucken, dass wir das anfangen. Kriegen wir hin, die Tage mal. Ich muss jetzt eh mal schauen. Ich muss mit Evie quatschen, wann wir The Forest weiterspielen. Ich muss mit Emmy quatschen, wann wir A Way Out weiterspielen. Dann habe ich gestern Emmy gesagt, sie muss wieder ein Kunststream machen. Da hat sie auch gesagt, dann muss ich aber dabei sein in Discord. Also uns erwarten in nächster Zeit einige witzige Dinge, glaube ich. Eponia ist aber ein Mammutprojekt. Okay, bin ich gespannt. Aber wir ziehen es durch. Wir machen das trotzdem. Definitiv. Ja, verrückt, Leute, verrückt. Aber dann würde ich sagen, haben wir 1,5 Stunden noch mehr gestreamt. Machen wir heute Schluss? The Forest Mushi Klaus, ja. Mir graust das ein wenig davor. Mir graust das ein wenig davor, aber gut. Wenn wir es angefangen haben, dann machen wir es auch irgendwann zu Ende, ne? Genau. Und wie sagen, machen wir jetzt für heute erstmal Schluss. Mache ich mich ready, gehe ins Bett. Ich habe morgen um 8 einen Termin. Wenn ich dann nach Hause komme, werden wir dann wahrscheinlich so gegen Mittag wieder anfangen zu streamen. Ich schätze mal tatsächlich, dass wir es morgen einfach wieder ähnlich machen wie heute, weil ich es eigentlich ganz gut fand. Mittags ein bisschen streamen, ein Abendessen machen, essen in Ruhe. Dann mache ich wieder meine Sportrunde. Dann können wir einfach nochmal abends 1,5-2 Stunden dranhängen oder so. Und können dann irgendwas außerhalb von GTA-IP spielen, weil ich das abends einfach super, super entspannt finde. Und ich gerade nicht so scharf bin auf diese ganze RP-Action. Deswegen
Fand ich jetzt eigentlich ganz angenehm heute. Muss ich sagen, machen wir das so. Wer ist denn noch am Streamen? Weil dann würde ich euch noch irgendwo hinraiden. Möchtet ihr zu Emmy oder zu Evi? Die beiden würde ich euch jetzt hier einmal anbieten. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Sophie. Vorhin schon wieder irgendwo kurz gelesen, dass sie mal wieder einen Unfall hatte. Spricht nicht so für sie. Du gehst zu Big Bow, dann wünsche ich dir da ganz, ganz viel Spaß. Schnabeltassen raus. Wir sehen uns morgen wieder. Emi. Ihr seid euch echt nicht einig, ne? So, wir machen mal hier kurz schon mal aus. Ich würde euch jetzt einfach mal zu Evelyn weiterschicken. War jetzt so lange nicht online. Könnt ihr ihr mal ein bisschen auf die Füße treten und sagen, dass sie mal wieder ein bisschen Wallis Pause machen soll. Die Alte. Weniger Unfälle. Ich wünsche euch was, ihr Lieben. Schlaft wieder gut und bis morgen.